Ah, okay. Wie heißt die Hauptstadt Österreichs? Wien oder Bern? Ich sage, es ist Wien. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer frischen Folge Happy Wheels. Wir beginnen mit dem ersten Level und das nennt sich Paluten BMX Park von 1XX Giga. Nein, IGA XX1. Welch kreativer Name. Hey Palle, viel Spaß beim Level und sag, wie du es fandest. Okidoki. Oh, ging ja auch schon ordentlich los hier. Na komm, die Sachen verschwinden immer. Verschwinden. Und. Oh, jetzt müssen wir hier. Wieso schnell? Oh Gott, okay, wir dürfen die. Ah, nein! Oh Gott, wir dürfen die Dinger nur einmal berühren. Komm schon. Oh yeah. Leute, war das direkt der erste First Try am heutigen Tag, Alter? Ich denke schon. Paluten BF2 von X Factor X. Was ist denn mit diesem X heute los, Alter? Immer vorne und hinten? Ist das Stegi schuld, Alter? XX bei Stegi. Und der und Stegis Ingame-Name, da ist auch statt, glaube ich, dem E noch eine 3. Das ist völlig verrückt. Dieser verrückte Stegi. Ja, hallo Paluten, ich musste mein Level nochmal hochladen, weil ich ein paar Änderungen vornehmen musste. Viel Spaß. PS, wenn nicht ausgewählt, bitte Vater und Sohn. Okay. Und dann nochmal ein kleines Hulu. Lieber Palle, hier ist X-Faktor. Ich bin dein Fan. Grüße bitte Olli T, Lukas S, Olli B und Willi B. Also sorry, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber das ist so, kennt ihr diese Namen, die eben schon so ein bisschen älter sind? Sagen wir mal, mein Vater heißt Rainer und ich kenne in meinem näheren Bekanntenkreis, in meinem Alter, niemanden, der Rainer heißt. Und dann kommt so Olli T, Lukas S, Olli B sind so, ja, neuere Namen. Oder kommt nochmal Willi W. Besondere Grüße an Willi. Natürlich sind die anderen auch gegrüßt. Jetzt geht's hier auf jeden Fall runter. Willi, ey, das ist ein guter. Ich glaube, das ist ein guter. Wer Willi heißt, der kann nur ein guter sein. Tut mir leid, der hat so einen awesome Namen. Und es gibt auch richtig krasse Neuerungen bei Happy Wheels. Warte mal, hier darf ich nicht runterfallen. Jetzt muss ich mich hier längs kämpfen, weil, jetzt muss man immer anstatt es. Nein, und da komme ich auch wieder. Ach, Timmy! Komm schon. Ja, komm ich da irgendwie? Nee. Ja. Oh, Alter, habt ihr den Stunt gesehen? Bester Stunt EU. For realsies. So. Zack, zack. Ganz elegant. Genau. Snoozel dich nach unten. Hatten wir Snoozeln? Ja, ich glaube Snoozeln, nicht Swoozel. Ich weiß nicht mehr, welchen Begriff wir in der letzten Bad Wars-Folge eingeführt haben. So. Paluten Basketball von Palefan 2. Das ist wieder ein Level con mir. Steht da. Viel Spaß und grab den Ball. Okay. Okay, ich hab einen Ball. Zack, Alter. Oh, verdammt. Warte mal, ich muss nur den. Bin ich da gerade explodiert? Warte mal. Nein, ich muss doch den. Ich hab keine. Oh, ich hab mir meinen Kopf. Okay, warte. Nein. Hä, was mache ich denn jetzt falsch? Hä, was ist denn mit dem. So, ich hab den Ball. Oh, ich hab mich aus Versehen ein bisschen festgehalten. Aber jetzt. Der hat irgendwas nicht funktioniert. So, jetzt grab ich den Ball. Jetzt bin ich aber perfekte Flugbahn. Ich hab den Ball noch. Ich hab den. So weit kommt man doch gar nicht. Wie soll ich denn da. Warte mal, ich probiere es jetzt einfach mal mit der perfekten Flugkurve. Warte mal, warte mal. So, jetzt komm. Wieso verliert er immer den Kopf? Ich meine, ich kann ja auch nichts anderes machen, als mich hier. Oh, das sieht gut aus. Nein, ich bin zu weit geflogen. Ah, komm, ein Try gebe ich dir noch. Denn irgendwie. Okay, Leute, dieses Mal. Also, ich meine, die Reste meines Körpers hätten wirklich den Victory gesnackt. Dementsprechend verbuchen wir das mal als vollkommenen Erfolg. So, ein kleiner Ballfall von Ines Scheidari 2001. Bin ich ja mal gespannt. Oh! Da bin ich wirklich mal gespannt. Level Design ist auf jeden Fall ganz schmal gut. Ich habe aus Versehen, oh Gott, das Fahrrad mitgenommen. Ist aber kein Problem. Und da ist direkt der Victory. So soll es doch immer sein. Palu. Was? Hey, Palulululu. Das Ganze ist ein Ballthrow-Level von Let's Raffi. Willkommen zu meinem Level. Das ist mein drittes Mal, dass ich das Level hochgeladen habe. Paluten 500 und Paluten 15. Aber das macht ja nichts. Du spielst es ja jetzt. Viel Spaß und Scrolls. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, Let's Raffi, vielen, vielen Dank für dein Verständnis. Ich habe nämlich jetzt in letzter Zeit des Öfteren mal wieder ein paar Kommentare
gelesen, die eben dieses Thema behandeln. Oh, du hast mein Level immer noch nicht gespielt. Oh, das ist voll kacke von dir. Denke ich mal so, ey Leute, ich möchte doch eure Level spielen. Es ist ja nicht so, dass ich die absichtlich überspringe, aber meistens, zum Beispiel so wie jetzt, ist es eigentlich Levelstopp, aber immer noch reichen Leute neue Level ein. Das bedeutet, weil man kann nur, ihr seht das unten rechts, 999 Level können von einem bestimmten Hashtag eingereicht werden. Und ich verstehe auch nicht, was daran so schwer ist, weil die Level, die jetzt komplett neu eingereicht werden bei Paluten 21, werden wir definitiv nicht mehr spielen, weil da wird dann bald schon ein neues Hashtag eingereicht. Das finde ich ist so ein bisschen schade, Leute. Dementsprechend speichert die Level ruhig und wenn ich dann ein neues Hashtag irgendwie einführe, dann könnt ihr die dann wieder da drauf packen. So, jetzt viel Gelaber. Ich wollte das nur nochmal zum Ausdruck bringen, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, egal was man macht, so wie Smurf das sagt, egal was man macht, man ist immer der Arsch. Und das finde ich ist eben so schade, weil, oh, 10 neue Bälle, weil dieses Happy Wheels Let's Play ist mir halt einfach wirklich unheimlich wichtig. So, warte mal. Unlock! Oh, oh, okay. Zack! Unlock Win. Eine Melone. Wo ist, ach, da vorne ist der Win. Okay, warte. Oh! Okay. Zack. Okay, alles easy. Komm schon! Nein, und jetzt! Hier! Bitte! Nein! Jawohl! Strike! Oh, darüber habe ich mich jetzt echt gefreut. Alter Falter. Oh! Paluten 21 AW-Quiz. Das ist doch mal wieder ein Allgemeinwissen-Quiz. Von Pudernase. Hey Palle, also erstmal frohe Weihnacht. Möglicherweise ein bisschen zu früh. Ja, ein bisschen zu spät. Aus diesem Anlass wollte ich dir auch mal ein Level erstellen. Erstes Level für mich. Dabei handelt es sich um ein Allgemeinwissensquiz. Viel Spaß, liebe Grüße, Pudernase. Oh nein, Allgemeinwissensquiz. Ich werde mich bestimmt wieder blamieren. Links? Das ist aber nicht links. Hat er da einen Fehler gemacht? Weiter. Oh, da war eine kleine Mine. Hey, was war... Aua! Wow, 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 wow. Gehörte das... What the... Welcher ist der höchste Berg Nordamerikas? Das ist der Mount McKinley. Eine Frage? Der kann doch... Warte mal. Der hat doch nicht nur eine Frage da eingereicht. Das muss doch ein Scherz sein. Oh! Warum fährst du nach rechts? Ich hab links... Ja, ich hätte ja sein können, dass du eine Links-Rechts-Schwäche hast. Ja, toll. Jetzt ergibt das Ganze auch einen Sinn. Ah, okay. Wie heißt die Hauptstadt Österreichs? Wien oder Bern? Ich sage, es ist Wien. Alright, alright. Welcher ist der erdnächste Planet? Verdammt! Oh Mann, ich kenne mich mit Planeten mal so gar nicht aus. Warte mal. Logischerweise müsste es doch eigentlich der Mars sein. Weil der Mars ist ja der nächste Planet, den wir sozusagen wo wir hinfliegen wollen. Obwohl, warte mal. Was ist, wenn die Venus bloß einfach nicht so geilo ist? Also die irgendwie so eine richtig kranke Atmosphäre hat. Ich hab keinen blassen Schimmer. Mars? Ene, mene, Mopel. Sturmwaffel, der frisst. Opel. Na, machen wir einfach Venus. Also eigentlich würde ich aber lieber... Warte! Ist scheinbar... Eigentlich hätte ich Mars genommen. Aber irgendwie... Oh, welcher ist der höchste Berg Nordamerikas, Alter? Das ist auf jeden Fall der Mount McKinley. So, wunderbar, das war ein schönes Quiz. Und eigentlich hätte ich die eine Frage... Aber ich meine, ich bin da richtig reingesprungen, um Gottes Willen, Leute, come on, Alter. So, Paluten Assassin von Flamesfly. Hey, Palle und andere, dies ist ein Level von mir. Sorry, dass es so kurz ist, aber mir sind die Shapes ausgegangen. Viel Spaß, scrollen. Hulala. Okay. Von Flamesfly ist das übrigens. Hi Palle, das ist mein erstes Level. Du bist ein Assassin und musst alle Templer vernichten. Viel Spaß und Freude, PS. Ich habe bis jetzt nur AC Liberation gezockt, also ich bin ahnungslos. Er ist einfach ahnungslos. Du wirst sterben. Okay, war natürlich eine ganz, ganz fiese Attacke von ihm. Oh, snap, das nochmal, ja? Warte. Oh, oh.
wie eine richtige Assassine. Assassinen machen natürlich auch mal. Alter, ich bin die beste Ninja-Assassine auf dem Planeten. Da kommt der Ninja. Oh, der Ninja Double Frontflip. Nochmal ein kleiner Frontflip. Alter, wir sind so krass. Tut mir leid, wir sollten ernsthaft verboten werden. Das ist einfach unfair, wie wir spielen. Vorsicht, Ironie. So, Frontflip. Illegal. Oh, jetzt nicht noch einen, Alter. Du hättest auf jeden Fall den Boden geküsst und das hätte dir das Genick gebrochen. Wie so oft. Eigentlich bricht dir alles komplett das Genick. Kommt hier noch was? Holy Max, nein! Ich lebe. Danke, lieber Happy Wheels Scott. Nein, was ist los? Nein! Wir sind am Ziel vorbeigeflogen. Willst du mich verkackeiern, Bro? Wieso hast du da nichts... Leute, es ist ein gutes Level. Aber ich bin jetzt so traurig, dass ich den First Run nicht gesnackt habe. Ich bin wirklich traurig. Verdammt. Aber wie, ich meine, wir haben das komplette Level ja gesehen. Ah, Paluten Arrow Gun. Vom Paluten Fan 500. Hi Palle, könntest du mich grüßen? Lars. Schöne Grüße, Lars. Bitte nicht bewerten, denn das Level ist mega schlecht. Och Bro, wieso reichst du denn ein Level ein? Guck mal, der wollte zum Beispiel einfach nur gegrüßt werden. Und, ich meine, vielleicht ist das Level ja gar nicht so schlecht. Wir sollten ja, einer meinte schon mal... Och man, das kann doch nicht wahr sein. Das Level ist wirklich, das müssen wir auch, da müssen wir jetzt weitermachen. Komm, jetzt nochmal ein gutes. Und zwar Paluten 8 gleich D. So nenne ich dieses Level einfach mal. Von Monkey D3. Hat zumindest, hey Paluten, das ist mein erstes Level für dich. Getestet, machbar. Das ist natürlich, was hat er denn? P-Dizzle sieht da oben so ein bisschen aus, als hätte er irgendwie Ebola oder so. Oder irgendwie die Masern. Das war sehr, sehr komisch. Aber das Level sieht schmaggisch. Schmaggisch. Das ist ein richtig schmaggisches Level. Das ist das. Da sind Minen. Die sieht man. Alter. Die hat man wirklich nicht so gut gesehen. Kleiner. Slow. Warte mal. P-Dizzle, lehn dich mal ein bisschen nach vorne, Alter. Slow. Und ein kleiner Jump. Achso, hier geht's runter. Okay. Ab ins Wasser. Wer macht denn hier eine Mülltonne? Oh, sehr, sehr kreativ. Hier geht's nochmal ein wenig runter. Nein! Wieso war da eine Mine? Nein! Ach komm! Jetzt müssen wir. Okay. Das kriegen wir hin. Verdammt, ich hab die Mine. Guck mal, da bin ich. Hi, Leute. Jetzt ist er leider tot. Okay, warte mal. Wir müssen irgendwie so viel Tempo, dass wir direkt über die Minen drüber fliegen. Komm schon. Da kommt der Slow-Part. Ach Mann, man kann hier kaum reden. Obwohl, ich muss einfach so... Warte mal. Ich weiß, was ich mache. Ich fahr... Was ist hier vielleicht? Na komm. Secret Victory? Secret... Kein Secret Victory. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. So, jetzt haben wir Tempo. Jetzt haben wir Tempo. Speedy Gun. Elegant, Leute. So muss man das machen. Guck mal, jetzt können wir hier richtig schmagotastisch hochfahren. Fallen jetzt hier elegant auf die Mülltonnen. Jetzt müssen wir gleich nur nochmal auf diese eine blöde Mine achten. Die war richtig kacko. Na komm. Was? Muss ich hier runter? Bitte lass mich hier runter müssen. Nochmal ein paar Mülltonnen. Es scheint auf jeden Fall... Minen! Victory! Boom! Shakalaka! Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge, pünktlich um 15 Uhr. Haut rein! Ciao!